Jo Leute, was geht? Ich bin hier der Devil of Tanks und willkommen zu einer weiteren Runde WoT Gutes Match Replay. Ja, ihr seht, ich habe leider den A44 wieder am Start für euch. Tut mir leid, ich konnte leider nicht ein besseres Gameplay rausholen. Und ja, da habt ihr halt dann mal zwei Runden A44 am Start. Außerdem habe ich ja nur diese zwei Replays von dem. Das heißt, ihr seht ihn ja eh nur das letzte Mal jetzt sozusagen. Und ja, wir spielen auf Los der geht's. wunderschönen verstecktes Dorf. Und ja, ich spiele wieder mal mit Mr. Gunshin. Wie gesagt, das war einmal irgendwie durchgesuchtet an einem Tag und dann habe ich halt irgendwie zwei Gameplays dafür gespeichert. Beziehungsweise sind das ja jetzt Replays. Und ja, nun zum Replay. Ich werde jetzt ganz genau dorthin fahren, wo jeder sich eigentlich als Heavy hinfahr begeben sollte. Und zwar zu den Koordinaten G5. G4, G4 gesagt. Das Geile ist ja, die Map wurde ja verändert und das heißt, dort wo ich jetzt gerade hinfahre auf diese Strecke, da ist es frei. Nach rechts kann man halt rausfahren und auch kämpfen. Was ich aber erst jetzt kurz tun kann, aber dann ziehe ich mich halt zurück. Erstmal gehe ich Spot natürlich. Ihr seht ja, wie schnell ich bin, wie weit ich schon auf der Map draußen bin. Und ja, also mein erstes Mal, ich fahre raus, aha, ich sehe den Scout. Ich treffe ihn, gebe ihm 300 Damage. Natürlich kommt keiner bei mir durch. In der KV-1S, ich habe erstmal so ein bisschen Angst, bisschen so schmunzeln, ne? Denke ich mir so überlegend. Dann schießt er, dann gebe ich mir noch mehr Mühe und schieße jetzt auf den Tiger, weil er ist ja ein bisschen gefährlicher, obwohl der KV-1S eigentlich gefährlicher ist, aber irgendwie habe ich mich für den Tiger interessiert. Ja, schießt dem Tiger immer fast 280 Damage rein. Und ja, fahren wir so hin und her, dann schießen die mir in die Kette ein bisschen, richtig tricky, tricky. Und ja, da kommt 321 Damage auf den KV-1S raus. Ja, der KV-1S pusht rein. Das heißt, er will einfach mal weiterfahren. Und ich so, ja gut, dann tu mal, was du willst. So, da sieht man nachher, der KV-1S, der fährt jetzt irgendwo anders lang und die so, Scheiße, ist nicht so gut. Ich bin auf Kette, kann leider nicht viel machen. Warte, bis ich den hier sehen kann, den super schönen T-150. Kam natürlich nicht durch, weil ich nicht voll ausgezielt habe. Außerdem ist er ja auch nicht der Beste in der Genauigkeit, aber er trifft halt auch. Diese Lackshots gibt's dann schon. So, ich versuche den KV-1S auszuschießen, bringt mir nichts. Ich schieße in die Erde. Chose Mr. Gunshin, der leidet da gerade. Leider stirbt er. Aber, naja. So, ich gebe dann nochmal den KV-1S eine mitten rein und ist so gut wie tot. Eigentlich ist er One-Shot für mich schon. Und ja. Ihr seht, rechts von mir ist der KV-1S, links von mir sind ein Gegner. Und ich so, okay. Dann gebe ich mal dem T34, genau, eine rein. Ja, der verreckt dann auch sehr schnell. Ich sehe so, der Mr. Gunshin hat es ein bisschen verkackt. Er ist irgendwie mit seinem wunderschönen Panzer erstens zu langsam und zweitens kann er nicht viel machen. So, ihr seht, ich fahr raus. Hab Glück gehabt, prallt ab der Schuss vom KV-1S. Da sieht ihr den ES nicht so, na gut, ich gehe erstmal auf den KV-1S und will ihn erstmal töten. Aber ich wäre jetzt, wenn ich jetzt rausgefahren hätte, ich ein bisschen Damage kassiert. Ihr seht, ich drehe mich um und setze diese Taktik ein mit dem hinten Turm. Ja, ziele ihn erstmal schön aus. Und ja, solange der nachladet, kann ich ihn ja töten. Er ladet irgendwas mit 10 Sekunden, 13 Sekunden ab und ich schieße halt wieder 9 Sekunden und weg ist er. So, der IS und der KV-13 kommen raus. Der KV-13 glücklicherweise verschießt mal wieder. Und, also mal jemand anders verschießt halt. Wärm, ich gebe den KV-13 den Todesschuss. IS hat schon die Hälfte seines Lebens verloren. Irgendwie ist er voll komisch drauf. Der IS stürmt einfach so. Aber ich bin da voll und ja. Verteile mein Damage hoch aus froh und so weiter. Hab halt meinen Spaß dran. So, und ich schrei dann so: Hey, wohin verpisst du dich, du kleiner Drecksratte? Dreckiger IS. Verpiss dich. Ich so: Nee, nee, wohin, wohin, wohin gehst du denn? Ich ziele ihn ganz schnell aus und töte ihn. So: Nee, nee, mein Kill läuft hier nicht weg und so. Dann habe ich noch geschafft zu töten. So, dann versuche ich den T150 auszuziehen, aber wir sehen keine Gun Depression, aber dann kommt Gun Depression und ich zünde ihn an. Glücklicherweise hat er aber Feuerlöscher. Ja, beim zweiten Mal wird er leider nicht mehr überleben. Denn er stirbt. Genau, vierter Kill. Ich bin sehr zufrieden, 9 zu 4. Und Mr. Gunshin ist auch sehr happy. Ist irgendwie so, sagt immer so, du bist ja richtiger Pro und so. Aber ich so, ich bin kein Pro, das ist einfach nur. Dieser Panzer mit seiner richtig geilen Top Gun kann einfach sehr viel reißen. Dafür muss man nicht wirklich Pro sein. Gut, ich mache jetzt natürlich, was ich nicht empfehle, genau hier runter zu fahren, Auto-Aim und schießen. Aber ich war mir irgendwie schon so im Kopf sicher. Ich fahre einfach runter und töte jetzt mal den letzten. So, es gibt noch zwei Hellcats und ein Panther.
jetzt fahre ich hier vorbei und ihr seht, der Panther ist gleich links von mir und ich so, nee, nee, scheiß auf dich. Ignoriere dich mal, weil dann haben meine Leute wenigstens was zu futtern und ich würde mir gerne den sechsten Kill holen, dass wir entweder die Arty oder die Hellcat oder halt noch irgendein Fahrzeug der KV-1. Ein KV-1 ist glücklicherweise AFK und ja, da kann ich mir auch halt so oder so einen sechsten Kill holen und das lohnt sich dann auch für mich. So, ich versuche natürlich erstmal die Arty auszuzielen, gib mir erstmal Mühe und bam, hab schon die Arty. Das heißt, ich habe meinen sechsten Kill, theoretisch müsste ich nicht mehr weiterspielen, kann meine Eier chillen. Und ja, ihr seht hier, der KV-1 ist irgendwie, ja, AFK halt, ne? Passiert ein bisschen Damage, aber das ist mir dann schon wurscht, stell mich einfach hinter dem KV-1 hin und ja, tschüss, sag ich dem KV-1. Natürlich hätte ich gerne einen achten Kill, ob ich den schaffe, das seht ihr jetzt. Und ja, ich kriege den achten Kill, genau, ich dachte, oder ihr dachtet wahrscheinlich, ich kriege ihn nicht, aber ich habe ihn gekriegt. Und ja, damit habe ich auch eine richtig geile Medaille bekommen. Und ja, das war das richtig, das war eher das bessere Gameplay, Replay von diesem Panzer und somit auch das letzte. Und somit auch das letzte Replay, was ich jetzt habe. Ich habe jetzt gar keine Replays mehr übrig, Leute, das müsst ihr euch geben. Das heißt, ich muss mir jetzt wieder Replays erspielen oder ihr schickt ihr mir auf die, also ihr könnt ihr mir auch Replays auf per E-Mail schicken, wenn ihr welche habt, welche interessanten. Und ja. Also auf jeden Fall versuche ich jetzt noch ein paar Replays rauszuhauen. Das Problem ist halt jetzt, WT, na, läuft nicht so rund, wie ich es mal gerne hätte. Mit 10ern und 9ern kann man das jetzt mal vergessen. Aber ich versuche etwas noch rauszukauen bis nächste Woche. Und ja, ihr seht jetzt die Ergebnisse. Ansonsten sehen wir uns morgen bei einem weiteren Let's Play World of Tanks wieder. Ciao.